Hallo, schön, dass du bei Olafs Welt vorbeischaust. In dieser Folge nehme ich an der Hinter-der-Kulissen-Tour des Miniatur-Wunderlandes teil. Ich habe die Tour Monate im Voraus gebucht, da sie meistens ausgebucht sind. An dem Infostand, den ihr gerade seht, startet die Tour. Hier erhaltet ihr auch ein Empfangsgerät, da der Tourguide mit einem Mikrofon arbeitet. Hinter den Kulissen ist es doch recht laut und so könnt ihr alles verstehen. Da das Mikrofon aber nicht mit meinem Handy verbunden war, kriegt ihr nur einen Teil der Geschichten mit. Bei dieser Tour bekommt man nicht nur alle Informationen über das Miniaturwunderland, sondern auch kleine Geheimnisse gezeigt, wie hier diese Bankräuber, die einen Tresor aus Las Vegas klauen. Es gab einen Anfang ohne Publikum. Ja, nee, mit Publikum war man. Den ersten Schiff verlassen. Ja, der erste Treib nicht ein bisschen zu mir rüberkommen, weil das Schiff will da durch den Eisberg durch. Ihr hinteres Ei könnt auch gerne auf der anderen Seite kommen. Dann seht ihr das besser. Weil das Schiff will durch den Eisberg, wo ihr da jetzt in der Mitte steht. Und das ist ein Stromboeisberg. Und das ist der fliegende Blinddarm. Da kommt hier jemand aus dem Blinddarm. Ja. Und wie das funktioniert, das könnt ihr auch gerne angucken, wenn ihr unter den Tisch schaut, da wo ihr jetzt steht. Da ist so eine Kette unten. Ne? Und das ist leider aber auch so simpel, wenn das oben so dreckig ist, funktioniert es aber nicht. Ne? Also, ne, da müssen wir das auch mal gucken. Auch nur mit Bonawachsplatte. Ja, da müssen wir mal wieder gucken. Naja, der macht das seit 2005. Ne? Und lebt sich seit 2005 hier schon in dieser Acrylglasplatte rein mit seinen kleinen Rädern. Achso, das ist kein Mineralgas. Ein weiteres Geheimnis, was man nur hinter der Kulissentür erfährt. Ein Modellbauer ist Harry Potter Fan. Normal läuft hier Wasser, aber das ist zurzeit gerade außer Betrieb. Aber wir werden gleich den Wassertank sehen. Und das Schiff dort, das bewegt sich super langsam hier übers Wasser. Das ist deswegen so langsam, weil wir hier so ein bisschen den optischen Eindruck gewähren wollen. Weil in echt die Schiffe auch nicht schneller sind als wir. Es ist schon schnell, finde ich. Und das macht mich schon völlig wahnsinnig.
Haben die Boote vorne und hinten Lenkschrauben? Ja, also wir haben vorne Strahlruder, aber ja, hinten halt nicht. Ja, ja. Und das ist halt so ein Nachteil, weil AIDA habe ich das vorne und hinten. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann kann ich mich auch auf dem Punkt halt wenden. Beim Containerschiffchen ist es leider nicht der Fall. Und du entscheidest frei, welches Schiff du fährst, oder machst du das immer etwas leicht wahrnehmen? Das ist ganz frei weiter. Und wechselst du jedes Mal nach der Runde oder fährst du jetzt mit dem Container mehrere Runden? Also ich fahre mit dem Container nur eine Runde, weil es schon sehr ein großes Schiff ist. Mit dem kleinen Teilchen schon so mehr Runden. Manchmal auch zwei Schiffe, aber ja. Du musst nicht die ganze Zeit festhalten. Du kannst auch das feststellen, oder? Ja, also es treibt ja nur im Wasser. Da ist ja jetzt nicht so viel. Da ist nicht viel los. Also ich muss nur einmal nur ein bisschen korrigieren, wenn es jetzt um die Lenkung geht oder so. Also aber jetzt der Motor läuft jetzt gerade, ne? Der ist im Prinzip also an, aber gibt kein Gas. Achso. Das läuft einfach jetzt nur weiter. Achso, also, wenn es keinen Schub gibt, passiert auch nichts. Achso, es sind gerade kein Schub. Okay. Deswegen ist halt auch mal schwierig, dann die Geschwindigkeit zu behalten, weil man darf ja nicht so schnell sein. Ich wollte gerade sagen. Deswegen darf ich nicht die ganze Zeit aufblasen. Okay. Neben den Geschichten haben mir auch wirklich diese kleinen Geheimnisse gut gefallen. Die sieht man nur hinter den Kulissen. Und der eine oder andere Modellbauer hat sich hier wirklich einen Spaß erlaubt. Ohne Worte. Und das Geheimnis wurde mir nur als Erwachsener gezeigt. Thank you.
Und das war dann auch die Tour des nördlichen Miniaturwunderlandes hinter den Kulissen. Die Tour hat so circa eine Stunde gedauert. Jetzt schauen wir noch im Kontrollzentrum vorbei, aus dem die ganze Anlage gesteuert wird. Das Kontrollzentrum sieht man aber auch als normaler Besucher. Man muss dafür nicht an der Hinter-der-Kulissen-Tour teilnehmen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du schaust bald mal wieder bei mir vorbei. Bis dahin, ciao, ciao.